So, wir sind jetzt hier in der Bochumer Innenstadt am Wahlstand der Grünen und vor mir steht Frau Astrid Platzmann-Scholten und eigentlich wollte ich ja mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Herrn Korde, sprechen. Und man hat mir gesagt, Sie sind der bzw. die Spitzenkandidaten. Können Sie mir das mal eben erklären, warum nicht Herr Korde jetzt vor mir steht? Bei den Grünen läuft es so, dass die ungeraden Plätze grundsätzlich an Frauen vergeben werden, damit wir in jedem Fall 50% oder mehr erfüllen an Quote. Das heißt, Platz 1, 3, 5, 7, 9, 11 und so weiter sind grundsätzlich Frauenplätze. Und warum war dann Herr Kordes bei der Spitzenkandidatendiskussion und nicht Sie? Weil die so organisiert war ursprünglich, dass ich eigentlich im Urlaub gewesen wäre. Die war am 13.8. vorgesehen und da war ich noch nicht wieder zu Hause. Ach so, ja okay, gut, dann hat sich das ja geklärt. Bisher habe ich die ganzen OB-Kandidaten befragt, beziehungsweise werde sie noch befragen. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt befrage ich auch mal die Spitzenkandidaten, Kandidatinnen auch. Und da fällt mir dann sofort die Frage ein, warum haben die Grünen selber keinen OB-Kandidaten oder Kandidatin? Aus gutem Grund. Die Gemeindeordnung hat sich geändert. Bei der letzten OB-Wahl war die Situation noch so, dass es eine Stichwahl der beiden Erfolgreichen aus dem ersten Wahlgang gegeben hat. Und in diesem Jahr wird es so sein, dass im ersten Wahlgang der oder diejenige Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister wird, der am meisten Stimmen hat. Und da wir, sag ich mal, mit einem Anteil von 10% vielleicht rechnen können, die aber dann Frau Scholz fehlen würden, wir dann auf diesem Wege Wahlhilfe für Herrn Gräfingholt machen würden, wollten wir das auf gar keinen Fall riskieren. Außerdem schätzen wir Frau Scholz als eine ganz kompetente Partnerin und unterstützen sie. Okay. Bitte stellen Sie sich jetzt noch kurz meinen Zuschauern und auch mir, weil ich kannte Sie ja bis gerade gar nicht, in 2, 3 Sätzen ohne viele Kommata vor. Mein Name ist Astrid Platzmann-Scholten. 49 Jahre alt, seit 29 Jahren bei den Grünen, also fast ein Gründungsmitglied. Bin damals eingetreten im Rahmen der Auseinandersetzung um den NATO-Doppelbeschluss. Bin von Haus aus Ärztin, habe im Krankenhaus, in Praxen und jetzt im öffentlichen Gesundheitsdienst durchweg Kontakte auch zu schwierigen Lebenssituationen. Und ich denke, dass ich da sehr gut angebunden bin und weiß, zwischen 9 und 16. Das heißt, ich bin mit Problematiken in Schulen und Kindergärten und jugendlicher oder Situation von Jugendlichen vertraut, sodass ich da auch, glaube ich, sehr gut aus dem Leben reden kann und auch da, von da aus Dinge gut beurteilen kann. Okay, die Grünen stellen ja zusammen mit der SPD die Ratsmehrheit hier, schon seit 2 Amtszeiten, wenn ich mich jetzt nicht irre. Gehen wir jetzt einfach mal nur auf die letzten 5 Jahre. Wie würden Sie denn da eine Bilanz ziehen für die letzten 5 Jahre? Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Ich denke, wir haben eine Menge auf den Weg bringen können. Wir haben das Integrationskonzept mit angestoßen. Wir haben den Sozialbericht, den neuen, der eben dann auch ermöglicht, eine wirklich pragmatische und zielgenaue Sozialpolitik zu machen. Wir haben im Bereich der ungeliebten Hartz-IV-Gesetze versucht, das Mögliche für die Menschen, die betroffen sind, rauszuholen. Das heißt, wir haben letztendlich ein Moratorium geschaffen, dass es zu einer kompletten Übernahme der Heizkosten kommt. Wir haben die Umzüge auf ein Mindestmaß reduzieren können. Und wenn man das jetzt auf den arbeitsmarktpolitischen Bereich sieht, wir haben eine unabhängige Beratungsstelle einrichten können. Wir haben im Kindergartenbereich eine Menge machen können. Also ich denke, wir haben gerade was das soziale Gesicht Bochums angeht, sehr Menge tun können. Und was sagen Sie zu den vermeintlichen, in Anführungsstrichen, Skandalen der letzten Jahre? Ich sage einfach mal nur Stichwort Cross-Border-Leasing oder der Saftladen der Bochumer Stadtverwaltung, wie die Bild es titelt und die CDU es auch gerne in ihrem Wahlkampf selber nutzt? Also wenn wir jetzt unsere Bildung aus der Bild beziehen, dann möchte ich große Fragezeichen daran machen. Nein, die Prüfung im Amt bezüglich dieser Rückforderung und angeblich nicht aufbewahrten Belege ist eine Aktion, die im Moment mit der Bezirksregierung noch läuft. Und in so ein schwebendes Verfahren kann ich nicht einschreiten, weil im Moment auch noch nicht klar ist, wie viel wirklich zurückgefordert wird oder ob es eine Rückforderung gibt. Das ist nicht abschließend geklärt. Die zweite Frage zu Cross-Border. Wir waren damals in der gleichen Situation wie jetzt. Der Haushalt war nicht genehmigt. Und wir haben versucht, so viel Sachverstand wie möglich zusammenzukriegen. Wir haben uns umfassend informiert, haben aber auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben nicht damit gerechnet, dass eine Weltwirtschaftskrise diesen Ausmaßes kommt und dass ein Versicherungsriese, der größte Versicherer der Welt, AIG, plötzlich in seinen Grundfesten erschüttert ist. Wir haben daraus gelernt, wir würden es heute nicht mehr machen.
Aber wir haben es damals gemacht, um eben auch, sag mal, die soziale Entwicklung in Bochum weiter in dem Maße fortsetzen zu können. Und wir haben uns dabei dieser amerikanischen Gesetzgebung, die auf diesem Weg die Steuereinsparung möglich gemacht hat, dessen haben wir uns bedient. Gut. Okay. Ich gebe Ihnen jetzt jeweils zwei Stichworte vor und Sie sollen sich dann für eines der beiden entscheiden und, wenn es geht, nicht groß begründen, am besten gar nicht. Konzerthaus oder niedrigere Kindergartenbeiträge? Jetzt muss ich nochmal eben fragen, was meinen Sie damit? Was ich nicht will? Was Sie eher durchsetzen wollen. Also, niedrige Kindergartenbeiträge. Ja gut, Herr Lücking hat was anderes geantwortet. nachdem die Kollegen so geschimpft haben. Bogestra Sozialticket, ja oder nein? Ja. Sparkasse Bochum, lieber Sparkassen-Giro-Radrennen oder ein kostenloses Girokonto für Sozialschwache? Kostenloses Girokonto. Okay. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Stadtrat wird momentan von Rot-Grün dominiert. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das wird jetzt nach der Kommunalwahl vielleicht anders sein. Würden die Grünen und die SPD auch gemeinsam mit der Linkspartei, Sozialen Liste oder CDU, FDP, FWG zusammenarbeiten? Ich kann mir vorstellen, zumindest mit der Linkspartei Gespräche zu führen. Bei der Sozialen Liste bin ich sehr unsicher, weil ich außer viel heißer Luft von Herrn Gleising bisher nichts gehört habe. Und nur weg mit ist mir ein bisschen zu wenig. Die CDU würde für mich nicht in Frage kommen, genauso wenig wie die FDP. Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende und Sie dürfen einen Satz beenden. Und zwar, der VfL Bochum wird in der aktuellen Bundesliga-Saison hoffentlich nicht wieder im Keller landen und bis zur letzten Minute man zittern müsste, ob der Klassenerhalt geschafft werden könnte. Okay, gut, dann danke ich Ihnen. Alles klar.